Oh, ich komme da gar nicht raus hier. So ein Scheiß, Mann. Hallo Freunde, ich bin Carla und ich habe ein kleines Problem. Ich habe nach der Schwangerschaft ein paar Kilo zugenommen. Der berühmte After-Baby-Body lässt grüßen. Hab etliche Male versucht, ein bisschen wieder abzunehmen. Hab's auch geschafft. Da ich aber sehr gerne esse und ich glaube, ja, das geht vielen Mamas so, dass man einfach, wenn man ein Kind hat, nicht mehr so viel Zeit hat, darüber nachzudenken, was man jetzt Gesundes essen könnte, was man sich zubereiten könnte. Ja, es fehlt einem einfach so die Zeit, die Ideen darüber nachzudenken, das umzusetzen. Häufig ist man auch einfach nur müde oder es muss schnell gehen. Und ja, bei mir ist es jetzt momentan wieder so, dass ich leider wieder ein paar Kilo zugenommen habe. Und ja, ich kann das ganz ehrlich, glaube ich, von mir behaupten, dass ich mich nicht wohl in meinem Körper fühle. Das werdet ihr wahrscheinlich auch gleich sehen, dass ich, ja, ich bin einfach nicht im Reinen mit meinem Körper, brauche aber trotzdem ein paar Klamotten, weil ich jetzt momentan in meine alten Hosen, ich passe da zwar noch rein, aber es drückt hier und da und ich bin immer am Zacken und am Zwicken und am Zuppeln und habe mir gedacht, dass ich dann ein paar Boyfriend-Hosen einfach mal ausprobiere, ob die zu meinem Körper passen. Ich bin 1,75 groß, trage normalerweise Größe in Deutschland Größe 40, in Frankreich Größe 42. Und wenn ich online bestelle, bestelle ich meistens immer eine Nummer größer. Einfach weil ich aus Erfahrung sagen kann, dass ich bei Online-Shops irgendwie immer eine Nummer größer brauche. Und gerade bei ASOS, ich habe bei ASOS bestellt. Und ja, habe deswegen alle Artikel zwischen 40, 42 und 44 gekauft. Ich habe jetzt 4 Jeanshosen mal ausprobiert. Meine Schwiegermutter meinte, oh Carla, in Boyfriend Jeanshosen, das steht hier gut, das sieht gut aus. Wenn man dann, wenn die Jeans nicht so ans Bein geklebt ist, sehen deine Beine irgendwie schlanker aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Kompliment von meiner Schwiegermutter war, aber ich habe einfach mal gedacht, ich probiere es nochmal aus und bestelle mir einfach mal 4 Boyfriend-Hosen. Alle Jeanshosen sind ohne Stretch. Bin ich sehr gespannt, weil eigentlich haben bei mir alle Hosen Stretch, sonst fühle ich mich nicht wohl und komme da überhaupt nicht rein. Aber ich dachte mir, wenn ich mal eine Nummer größer kaufe, vielleicht sitzen die ja ganz cool und sind euch alle in der Infobox. Ich habe bei Curvy geguckt, bei Tall, weil ich denke, dass ich so zwischen den Größen hänge. Also ich bin nicht sehr schlank, ich bin aber auch nicht wahnsinnig bei den Übergrößen dabei. Ich bin so ein Mittelding und gerade jetzt mit so ein paar Kilo mehr und so ein paar Zentimetern mehr am Körper, würde ich ganz gerne so ein bisschen meine Speckrollen verstecken. Es ist gerade wie es ist. Ich muss damit klarkommen und das Beste daraus machen. Deswegen habe ich versucht, ein paar Hosen zu finden. Und jetzt kommt das Ergebnis. Und mal schauen, ob sie passen oder ob ich alles wieder zurück schicke. Ja, quasi ein Selbstexperiment, ob mir Boyfriend-Hosen passen als große und kurvige Frau. Groß und kurvig, genau. So könnte man mich, glaube ich, beschreiben. Ich fange jetzt mal mit der ersten Hose an, die mich hier schon so anlacht. Und das ist eine L, also ich glaube, das ist Größe L, müsste 40 sein. Und es ist Ballon Leg Boyfriend Jeans in Light Vintage. Size 32, Länge 32. 40 oder 42 müsste das sein. So. Mal schauen, ob ich mit dem Schnitt zufrieden bin. Ich probiere es mal an. Also, sie ist an den Beinen locker, hier aber ganz schön eng. Also, das, da merke ich jetzt halt auch wieder meine Problemzone. Es ist der Bauch. Ich weiß nicht, ob die so sitzen muss. Die geht ganz schön weit hinten in den Hintern rein. Sieht man das? Also, irgendwie. Und da die keinen Stretch hat, kann ich mich kaum bewegen. Und ich merke auch irgendwie, dass die hier hinten total weit ist und vorne irgendwie anliegt.
Ja, nee. Ich glaube, da sehe ich eher aus wie ein Clown, der oben zu viel Schoki gegessen hat. Und irgendwie ist auch, ich weiß nicht, ich fühle mich nicht wohl drin. Und selbst wenn ich das ein bisschen hochkrempeln wollen würde, hier unten an den Waden, ich komme damit gar nicht höher als so. Also die sitzt an den Waden auch sehr, sehr, sehr eng. Das war wohl nichts. Also ich fühle mich... Ich bin ganz schön... Also damit könnte ich mich nicht mehr hinsetzen. Ich glaube, man sieht es hier. Oh je, schnell wieder raus. Ich glaube, da wäre selbst die Nummer größer, wäre... wäre nicht gut für meine Figur, weil es einfach ja, vom Schnitt nichts für meine Figur tut. So, nächste Hose ist die Tall Balloon Leg Boyfriend Jeans in Dark Blue Wash. Wieder eine 32-36 diesmal. Also die soll sehr lang sein. Und ballonartig geschnitten. Ist vielleicht gar nicht so schlecht jetzt gerade bei meinem Hintern. Mal ausprobieren. Und oben auch. Oh, ich krieg Besuch. Also, von der Länge, ja, sie ist relativ lang. Kommt aber noch nicht ganz auf den Boden. Und, also ich muss sagen, hätte ich nicht so viel Bauch, wenn das so wäre, so, sähe die, glaube ich, ganz gut aus. Obwohl schon ein bisschen lustig ist, ne? Aber ich fühle mich von der, vom Gefühl her viel, viel besser als die andere an den Beinen. Allerdings ist die halt hier oben auch wieder sehr eng. Und wenn ich mich hinsetze, ich glaube, dann sieht man, was mein Problem ist. Das ist nämlich hier vorne. Ach, Mensch, ja. Das ist echt das Problem. Mein Bauch. Wenn ich aufkrempel oder hochkrempel. Oh, ey. Aber ja, selbst aufkrempeln. Oh, muss ich erstmal den Knopf aufmachen, um das. Ein bisschen höher. Meine Mutter hat früher solche Hosen getragen. Aber die war natürlich um einiges schlanker als ich. Mann, Mann, Mann. Also ich glaube, wenn die hier oben nicht so eng wären, wenn ich mich darin nicht so fett am Bauch fühlen würde, würde ich die, glaube ich, nehmen. Aber das kann es ja nicht sein, ne? Weil ich glaube, hinten vom Hintern sieht die, glaube ich, ganz okay aus. Jetzt noch mit schwarzen Vans oder so, glaube ich, sieht die ganz cool aus. Aber so ist die, glaube ich, nix. Nochmal von hinten. Okay. Abracadabra. Eine High Waist Boyfriend Jeans in Blue. Size UK 14. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt auf deutschen Größen ist. Hört sich eng an. Boah, die ist jetzt schon eng. Das ist niemals eine Boyfriend. Das ist eine Skinny Jeans bei mir. Habe ich mich wahrscheinlich in der Größe vertan. Wow. Muss man diese Schnipsel hier wieder hinten reinstecken? Boah. Alter Falter! Also, da brauchen wir gar nicht weiterreden. Die ist definitiv zu eng für mich. Die sitzt wie eine ganz normale, ja fast wie eine Skinny Jeans bei mir. Nur, dass ich mich nicht bewegen kann, weil kein Stretch drin ist. Ich komme mir vor wie seine Brust in der Pelle. Oh. Brauchen wir gar nicht weiterreden.
der Seite geht so. Vorne geht's nicht. Hier ist halt, also ich glaube, daran sieht man auch, dass es Boyfriend sein sollte, weil hier halt noch Platz für, ne, was wäre, was ich jetzt gerade nicht habe. Hinten dafür ist es, hätte mehr Platz sein können. Gut. Ich glaube, die platzt gleich. Nächste Hose. Ich komme da gar nicht raus hier. So ein Scheiß, Mann. Das ist diesmal keine Jeans, sondern eine Stoffhose. In Camel, aber ich würde sagen, das ist eher ein Altrosa. UK 16, also ein bisschen größer diesmal. Ich denke, das ist eine Größe 44. Und es ist das Design Woven Pack Trousers with Obi Tie. Ich habe keine Ahnung, was es heißt. Ich glaube, das heißt Schlaufe vorne oder so. Oh, ich glaube. Ich finde, die sitzt ganz okay. Natürlich jetzt nicht mit einer Bikinihose darunter, die sich dadurch abzeichnet. Aber ansonsten, ich glaube, die steht mir. Ich glaube, die steht mir, weil die hier vorne mit der Schleife so ein bisschen meine Problemzone eben halt versteckt. Was man eben halt bei den Jeans gesehen hat, wird jetzt durch diese Schleife so ein bisschen versteckt. Ich hatte, oder ich habe schon so eine Hose in Grau, die mir auch sehr gut steht, finde ich. Und ja, das ist jetzt das rosane Pendant dazu. Finde ich gar nicht schlecht und ich fühle mich ehrlich gesagt auch wohl darin. Auch wenn ich jetzt noch so ein bisschen zuppel, vielleicht mit einem Jäckchen jetzt für den Herbst, kann ich mir das ganz gut vorstellen. Ich habe jetzt 4 verschiedene Hosen angezogen, alle in so einem Boyfriend-Style, sprich relativ weit angeblich geschnitten. Ich muss sagen, wenn da kein Stretch drin ist, steht mir das nicht, beziehungsweise fühle ich mich nicht drin wohl, weil ich mich nicht bewegen kann. Ich habe halt gerade ein paar Kilo mehr drauf und ja, ich brauche da irgendwie, ich brauche da jetzt nicht noch eine Jeans, die mich einengt und die mich jede Minute daran erinnert, dass ich da einen Bauch vorne habe, weil ich mich nicht hinsetzen kann. Von daher sind Hosen ohne Stretch für große und kurvige Frauen, würde ich jetzt mal behaupten, nicht so optimal. Es gibt natürlich auch große und kurvige Frauen, die keinen Bauch vorne haben, sondern einen ordentlichen Hintern. Die können natürlich super diese Ballonhose anziehen. Aber Frauen, die so ein bisschen vorne ja, am Bauch Speck haben oder an Hüften, könnte ich oder würde ich, ja, den würde ich davon abraten, diese Hosen zu kaufen. Oder es muss halt ein ordentlicher Anteil an, wie gesagt, an Stretch drin sein. War auf jeden Fall eine gute Erfahrung für mich. Jetzt kann ich das Thema Boyfriend Jeans aus richtigen Jeansstoff abhaken. Diese roséfarbene Hose, die hier, ich denke mal, die behalte ich, weil mir die ganz gut gefällt. Mit der kann ich mich bewegen, mit der kann ich mich hinsetzen. Die stört mich, die kaschiert vorne so ein bisschen meinen Bauch dank der Schleife. Und ich denke mal, mit einer weißen Bluse oder so, irgendwas, was oben noch so ein bisschen flatterig ist, sieht das, glaube ich, ganz gut aus bei mir. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, lasst es mich wissen und schreibt es mir einfach in die Kommentare. Alles, was man gerade so ein bisschen gebrauchen kann, Herbst, Winter, so die Richtung, weil ich meine Garderobe etwas auffrischen muss. Weil ich wieder ein bisschen zugenommen habe. Ich würde mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat und mir einen Daumen nach oben gebt. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, tschüss.